Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich will es vorsichtig sagen, alles? Oh, wann? Jetzt muss ich gerade überlegen. Das war, ich glaube, 2014. Und zwar hatten wir damals noch die Firma Girosoft gehabt. Also ich hatte die Firma Girosoft. Und wir haben dann immer so einen Dienstleister gesucht, der uns unterstützt. Vertrieblich waren wir immer gut aufgestellt. Wir konnten es dann meistens nicht so gut umsetzen, weil uns einfach die Manpower und das Know-how gefehlt hat. Dann haben wir damals über die Firma Sage, haben die den Kontakt hergestellt zu Desk, weil es dann einfach von der Entfernung her ganz gut gepasst hat. Und hatten dann Kontakt damals mit dem Volker gehabt und der hat dann meistens die Termine gemacht, damals noch mit der Simone Wittkamp zusammen. Und das kam eigentlich bei den Kunden immer gut an. Und dann haben wir aber relativ schnell festgestellt, okay, also was unser Gutes war, also dass wir gut im Vertrieb waren, war denen ihr Defizit, also sie hatten einen schlechten Vertrieb, konnten aber super Consulting machen, da hatten wir dann keine Aufträge für das Consulting oder wenig Aufträge für das Consulting. Ne? Und dann haben wir halt, ich glaube im November uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, macht es Sinn, dass man halt einfach das Ganze zusammenwürfelt und sagt, okay, man trennt die beiden Firmen Desk und Girosoft, dass man sagt, okay, wir nehmen Desk mit der kompletten Manpower, die wir haben, vertrieblich, Consulting etc., machen da drin den Sage-Part, also alles, was die kaufmännische Software betrifft, und nehmen die Girosoft und packen da den IT-Part rein, weil es einfach für uns den Vorteil hatte, dass wenn wir irgendwo bei einem Kunden aufgelaufen sind und der Kunde hat ja in der Regel einen IT-Betreuer, nicht mehr die Gefahr für den IT-Betreuer bestand, dass wir im Zweifelsfall zum Kunden sagen, naja, IT machen wir ja auch noch mit, sondern wir konnten im Zweifelsfall immer sagen, nö, also die Desk macht ja keine IT. Ne? Und damit war es immer eigentlich eine Win-Win-Situation für alle Seiten. Ich glaube, dass jeder Mitarbeiter sehr individuell in seinem Charakter ist. Das glaube ich, ist logischerweise dann bei uns genauso. Ich glaube, dass viele Sachen sich einfach so gefügt haben mittlerweile. Ich glaube, viele sind ja relativ lange da. Wenn wir neue Mitarbeiter einstellen, gucken wir, dass wir immer möglichst viele Mitarbeiter in den Prozess mit involvieren. Ich glaube, die meisten, die da sind, waren ja auch schon da, als wir vor 2 Jahren auf Malle gewesen sind und einfach mal ein verlängertes Wochenende gemeinsam mit der Firma da gemacht haben. Ich glaube, das schweißt auch nochmal so ein bisschen zusammen. Klar hat man immer eine gewisse Grüppchenbildung, aber ich glaube, jeder ist auf seinem Gebiet sehr gut, ne, sowohl fachlich. Das kann aber im Umkehrschluss auch mal bedeuten, dass es in Bezug auf Menschlichkeit oder Kommunikation zum Kunden dann vielleicht mal ein bisschen sich negativ auswirkt, aber ich glaube, das haben wir auch ganz gut im Griff, in der Form, dass wir das ja aufgeteilt haben, ne? Dass vielleicht dann der, ich sag mal, Hardcore-Entwickler, ne, der vielleicht nicht unbedingt der sozial affinste Mensch ist, dann eher seinen Code programmiert und dann die Entwicklungsleitung vielleicht in der Form bei der Anna dann die Kommunikation zum Kunden hält und dann bei euch in der Abteilung ist das ja ähnlich. Oder auch bei den Teams im Office-Line-Bereich oder im Sage 100-Bereich haben wir das ja genauso ausgeprägt, dass wir gesagt haben, okay, es gibt immer einen technischen Part, der vielleicht dem Kunden das zu technisch rüberbringen würde und der Teamleiter ist dann der, der es in die Kundensprache übersetzt und der halt auch in der Regel mehr kaufmännisches Verständnis und mehr Prozesswissen hat. Ne? Wen von deinen Kollegen würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen, deine Frau nicht? Ob meine Frau nicht? Die wäre sowieso ausgeschlossen gewesen. ich muss jetzt mal wirklich überlegen, auf eine einsame Insel, wen würde ich denn mitnehmen? Da gibt es jetzt verschiedene Aspekte, unter denen man die Frage betrachten könnte. Ich weiß, ich überziehe schon wieder völlig die Zeit für die Frage. Ich würde wahrscheinlich den Rainer Georg mitnehmen. Wieso? Der wäre ruhig, der würde mir dann auf den Nerven gehen. Andere Antwort auf die Frage bei dem Kevin eben zu lange, deswegen habe ich jetzt andere Klamotten an. Die Frage, wie man das mit den Mitarbeitern? Was ist das Besondere an den Mitarbeitern in der Firma Desk? Das Besondere an den Mitarbeitern in der Firma Desk, ja, ich will das mal aus meiner Perspektive beschreiben, ohne jetzt wieder eine zu lange Antwort geben zu wollen. Ich fahre hier jeden Morgen echt gerne hin. Ich fahre jeden Morgen 45 Minuten hier hin und abends wieder 45 Minuten zurück. Ich versuche möglichst wenig Homeoffice zu machen, weil mir einfach das Arbeiten mit den Jungs und Mädels viel Spaß macht. Das klingt jetzt so als abgedroschene Antwort, aber ansonsten kann der Frank ja in einem Outtake-Video nochmal die lange Antwort reinschreiben.